Die Slums von Nelspruit im Nordosten Südafrikas. Hier leben die Ärmsten der Armen. Auch Schauspieler Axel Milberg und seine Frau Judith sind entsetzt. Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es gibt keine regelmäßige Ernährung, es gibt keine anständige Schulbildung. Vollkommen wild und unbetreut leben die in einem Gebiet lauter kaputte Flaschen und Scherben und Steine und entsetzlich. Fällt man von einer Ohnmacht in die andere. Es hilft nichts, nur zu helfen oder Geld nach Afrika zu schaufeln, sondern die Projekte müssen hier vor Ort betreut werden. Hier ist Nachhaltigkeit gefragt. Genau deshalb sind sie hier. Zusammen mit der Umkaloabo-Stiftung wollen sie den Menschen ein besseres Leben ermöglichen. Ich denke, man kann auch sagen, die Umkaloabo-Stiftung setzt an diesem Punkt an. Ja, das heißt Hilfe zur Selbsthilfe und nicht mit dem Gießkannenprinzip irgendwie allen 100 Dollar in die Hand zu drücken. Das Ehepaar hat selbst 4 Kinder. Berührungsängste gibt es nicht. Das sind Menschen in einem Alter, die wollen. Ja, die wollen raus, die wollen mit anderen irgendetwas unternehmen. Und wenn man da ansetzt, ist es, glaube ich, genau das richtige Alter, zu diesen Menschen zu gehen. Ich finde, die Milbergs sind sehr, sehr gute Botschafter für diese Stiftung. Und es ist nicht umsonst so, dass es den beiden sehr wichtig war, auch aktiv im Beirat dieser Stiftung mitzuarbeiten, mitzubestimmen, mitzugestalten. Ich denke, auch in den letzten Tagen hat man sehr, sehr klar gemerkt, dass sie ein sehr ehrliches soziales Engagement haben und dass sie einen sehr tiefen und auch sehr emotionalen Bezug zu diesem Land mit all seinen Problemen haben. Die Reise hinterlässt viele Eindrücke, die Judith und Axel Milberg gemeinsam verarbeiten. Ich bin sehr froh, dass Axel dabei ist und dass wir das zusammen erleben hier, weil es sind so viele Eindrücke und das ist psychisch und emotional so unfassbar anstrengend und überwältigend, dass ich unbedingt meinen Mann brauche, um mit ihm zu sprechen. Wir müssen uns da austauschen. Wir reden auch die ganze Zeit, den ganzen Tag und tauschen uns aus und teilen uns unsere Gefühle mit und aber auch die Schritte, die nächsten, die wir hier tun wollen, mit. Viele Kinder hier haben ihre Eltern durch AIDS verloren. Sie sind den Milbergs besonders wichtig. Ja, ich sehe meine Frau Judith natürlich zwischen den Kindern sitzen und dreht irgendwelche Blecheimer um und macht daraus eine Trommel und vergesse selber daran teilzunehmen, weil ich so mit offenem Mund meine Frau anschaue und anstarre, wie sie da irgendwas inzaubert mit den Kindern. Und das ist fantastisch. Also das ist irgendwie wie eine große Familie, sind wir hier alle. Es ist nicht so, dass wir nur geben und schenken, sondern wir werden auch sehr beschenkt, indem wir Anteil haben an der Lebensfreude, dem Optimismus, der Kraft, dem Selbstbewusstsein der Menschen, die hier sind. Besser kann ein Fazit der Reise kaum ausfallen.